Willkommen zurück hier bei Sam & Max Hit the Road, die letzte Folge. Endlich stehen wir vor Bruno, den quatschen wir auch direkt mal an. Okay, Sam, er ist hier, wir sind hier, lass uns gehen. Wartet, wohin denn? Zurück zur Kirmes, abkassieren, du großer Klumpen. Ich bin vielleicht langsam, aber nicht blöd. Ich bleib genau hier stehen. Psst, Max. Ja? Vielleicht sollten wir eine Weile warten, bevor wir Bruno seinen gutmeinenden, wenn auch schrecklich seltsamen Besitzern zurückgeben. Wieso? Weil ich eine seltsame, verdrehte Vorahnung habe, dass etwas Wichtiges mit den Yetis passieren wird. Und es wäre nett, Bruno daran teilhaben zu lassen, bevor wir ihn wieder in einen Eisblock verbannen. Du wirst weichherzig, Sam. Wir haben uns entschieden, dich bis zum Ende der Versammlung auf freiem Fuß zu lassen. Hey, danke. Kann ich im Gegenzug etwas für euch tun? Ja, da gibt's bestimmt ein bisschen was. Wir gehen erstmal alles durch. Ich fasse immer noch nicht, wie ein pfiffiger, moderner Yeti wie du in die Klauen der Koschmans geraten konnte. Es ist die alte Geschichte. Yeti trifft Fisch, Yeti will Fisch fangen, Yeti fällt in eisigen arktischen Fluss. Das ist klassisch, stimmt. Habe ich hier nicht etwas von einer heißen Quelle gehört? Später, kleiner Kumpel. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Sachen recherchieren. Aber diese Quelle scheint mir dafür genau richtig. Später. Hat Bruno überhaupt gar nichts gesagt jetzt? Dann sprechen wir ihn mal auf die erste Säule an. Was sagt dir der Totempfahl ganz links? Lass mich mal sehen. Nun? Es ist ein Totempfahl. Und? Tatsache. Er ist aus Holz. Noch können wir ihn zurück zur Kirmes bringen. Mach schon. Okay, der nächste. Irgendwelche schlauen Yeti-Einfälle bezüglich des Totempfahls mit dem Zahn drauf? Ich habe das Ding jetzt Stunden angestarrt und... Ja? Ich glaube, es hat was mit Zähnen zu tun. Ja, und da ist tatsächlich auch der Dino-Zahn, den wir gezogen haben. Es ist nicht lebenswichtig. Aber hast du eine Ahnung, wer der Typ auf dem dritten Pfahl ist? Nö. Obwohl er scheinbar recht gut mit Gemüse klarkommt. Sam, der Typ auf dem Pfahl hat einen Marshmallow. Und? Ich will auch einen. Max, du bist einer. Oh. Ja, das ist John Muir. Da müssen wir uns noch gleich das Gemüse abholen. Siehst du den toten Pfahl? Was ist damit? Was glaubst du, bedeutet er? Ich hab's. Was hast du ihnen gesagt? Ich riet ihnen, nach Glatzköpfen mit Spaghetti auf dem Kopf zu suchen. Nun, was denkst du über all dies? Ich bin einfach glücklich, hier zu sein, Sam. Glücklich, bei Zimmertemperatur schlafen zu können und glücklich, frei zu sein, natürlich. Frei geboren, frei wie der Wind. Max. Was? Was wolltest du sagen, Bruno? Ich hab den Faden verloren. Mist. Tragisch. Hätten wir gerne zu Ende gehört. Sag mal, wie habt Trixie und du euch eigentlich getroffen? Wir haben uns nicht wirklich getroffen, bevor sie mich aufgetaut hat. Aber ich liebe sie seit dem Augenblick, als sie nachts in die Abnormitäten-Show kam und mich mit einem kantonesischen Schlaflied in den Schlaf sang. Und du willst ihn zurück in einen Eisblock stecken? Klar, und? Ich geb's auf. Er hat eine Geschichte, ein Herz, er ist verliebt. Und Max ist eiskalt. Nun, wo du Conroy aus dem Pelz hast, was hast du vor? Ihn bürsten vielleicht? Nun, da sind immer noch die Cashmans. Ich bin also noch ein wenig besorgt. Ich sehe dich. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg, die restlichen Sachen zu organisieren, die uns noch fehlen. Ist eigentlich gar nicht mehr so kompliziert. Machen wir uns jetzt als erstes mal auf den Weg zum Gemüse. Hm.
Unser Gemüse sollte ja langsam fertig sein. Na? Was? Ich will mit dir sprechen. Ah. So. Wo ist mein John Muir Gemüse? Boah. Hier hast du es, mein Sohn. Eine Zucchini, die wie John Muir aussieht. Hey, danke, Ma'am. Also ich hätte es ja eher für eine Aubergine danke, gehalten. Das war's. Aber wenn sie sagt Zucchini, dann glauben wir ihr mal. Gibt's lila Zucchinis? Ich weiß es gar nicht. Falls ihr schon mal eine lila Zucchini gegessen habt und wisst, wie sie schmeckt, dann schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Das würde mich mal echt interessieren. So, jetzt müssen wir tatsächlich noch mal einmal zum größten Wollknäuel der Welt. Ein allerletztes Mal. So. Einmal noch mal nach ganz oben. Leg einen Zahn zu, Max. Ehrlich, gib Gas. Ich glaube, er läuft gerade tatsächlich schneller. Das wäre auch mal gar nicht gegangen, da ohne Max hochzufahren, so ganz alleine. Tja. So, und zwar gehen wir hier nochmal zu diesem verrückten Werkzeugverbieger. Und dem geben wir den tollen Schraubendreher. Könntest du mir das hier verbiegen? Sicher! Lass mich mal sehen. Wie ist das? Wunderbar. Großartig. Bestens. So, jetzt haben wir hier einen Korkenzieher. Und was macht man mit einem Korkenzieher? Richtig, man zieht Korken. Dieses Ding hat den Korken ziehen können. Sollen wir einen Toast auf die nukleare Abrüstung aussprechen? Mit diesem Gift? Sei nicht albern. So. Und jetzt brauchen wir den Korken für die Schneekugel. Das scheint die Schneekugel verschlossen zu haben. Jo. Und das war's dann auch schon wieder an der Stelle. Schneller! Schneller! Nein, das tun sie nicht. Sam nimmt sogar noch einen Umweg, statt einfach direkt hier runter zu gehen. Naja, gut, vielleicht habe ich auch ein bisschen blöd geklickt. So, und damit geht's jetzt zum Strudel, denn der letzte der vier ist die richtige Zahl. Der vier Totempfahle. Waren ja zwei Köpfe mit einem Strudel. Und der eine Kopf war auf dem Kopf. Und das sagt uns, wir müssen hier hin. Können wir den Wirbel ausprobieren? Sicher. Steigt einfach hinein! So, wir brauchen nämlich noch ein bisschen Strudel. Und wie fängt man Strudel ein? Richtig, mit Schneekugeln. So und nicht anders. Wow, die Schneekugel hat die pseudomystischen Energien des geheimnisvollen Wirbels aufgesaugt. Ich habe gehofft, dass so etwas passieren würde. Das haben wir alle. So, dann können wir hier auch wieder weg. Ja, und jetzt geht's eigentlich wieder direkt zu der Yeti-Party. Denn wir haben, auch wenn es echt traurig ist, alles beisammen. Damit kann ich nicht. Um das Spiel zu beenden.
Genau das habe ich als Kind auch immer gemacht, was da gerade Max getan hat. Mit so Bewegungssensoren für Türen irgendwie rumzuspielen. So, ich kann es halt nicht wirklich nachvollziehen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sich den angucken hier, was der genau bedeutet. Was ist das? Eine Art Tornado? Ah, okay. Gut, also dann ist das vielleicht der Strudel, das hier der Zahn, das der John Muir und das hier? Sieht wie ein Vorher-Nachher-Bild aus. Ja, das ist Bruno, der wahrhaftige heilige Gral unserer Mission. Gut. Man kann irgendwie hier nach da hinten gehen. Also hier, wenn wir so rumklicken muss. Ja, scheinbar. Sehr gut. Häuptling! Also gibt's Neues. Hast du mal kurz Zeit? Eigentlich nicht. Aber weil ihr unsere Spezies vom Aussterben gerettet habt, warum nicht? Weißt du, ich bin wegen dieser Totemfall-Sache echt besorgt. Vertraut mir. Ich habe mal einen gesehen, der wirklich besorgt war. Er hatte sich in seinen Bart gesabbert. Nicht in den Bart. Es war deine Zuckerwatte. Und wieder ein mysteriöses Rätsel aufgeklärt. Ah ja, gut, die kann man auch nochmal darüber befragen. Vielleicht weiß der mehr. Weißt du, ich bin wegen dieser Totemfall-Sache echt besorgt. Vertraut mir. Ich habe mal einen gesehen, der wirklich besorgt war. Okay, das hatten wir gerade schon. Hatte sich in seinen Bart gesabbert. Nicht in den Bart. Es war deine Zuckerwatte. Und wieder ein mysteriöses Rätsel aufgeklärt. Sorry dafür. Ich träume nachts immer noch von Alligatoren. Ich weiß, dass jeder, der in dieses große Abenteuer verwickelt ist, mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Aber lasst mich eins klarstellen. Das wird es wert sein. Er sagte Abenteuer. Ich glaube, auf meinem kleinen, zarten Körper macht sich ein Ausschlag breit. Was glaubst du, bedeutet der erste Totempfahl? Wie ihr wisst, beschäftigt uns das schon seit vielen Jahren. Wir glauben herausgefunden zu haben, dass der erste Totempfahl einen Wirbelwind darstellt. Der Charakterzug eines jeden Yeti. Wild und ständig in Bewegung. Okay, gut. Was will uns wohl der zweite Totempfahl Ihrer Meinung nach sagen? Ich bin froh, dass ihr gefragt habt. Ich glaube, es ist ein Hinweis auf die lange Geschichte unseres Volkes. Die unglaubliche Resistenz der Yetis, die Jahrtausende überlebt zu haben. Wie passt der dritte Totempfahl in das Schema? Ich versuche, das unmissverständlich auszudrücken. Der Pfahl zeigt die Harmonie zwischen zwei nebeneinander bestehenden gleichartigen Lebewesen. Eine Harmonie, die wechselseitigem Respekt und Verständnis entspringt. Was stellt der vierte Totempfahl dar? Diese Frage wurde mir schon viele Male gestellt. Zu Recht. Meine Antwort: schnelles Wachstum. Okay. Was können Sie uns über Bruno erzählen? Bilde ich mir das ein oder haben wir diese Frage wirklich jeden in diesem verdammten Land gestellt? Ah, Bruno. Voller Sturm und Tatendrang, bereit, die Welt zu erobern. Er erinnert mich an mich selbst, als ich in seinem Alter war. Was halten Sie von Trixie? Sie ist ein wirklich knuffiges Mädchen und sehr repräsentativ für die Vorurteilslosigkeit der Jedi-Führungsspitze. Darauf sind wir sehr stolz. Was ist deine offizielle Meinung von Conroy Bumpus? Conroy Bumpus ist eine Gefahr für die amerikanische Lebensart. Es war und es wird immer unser höchstes Ziel sein, unsere Nachfahren vor diesen höchst negativen Einflüssen zu schützen in unserer schönen neuen Welt. Obwohl meine Frau und ich seine Musik ganz gerne hören. Wir kommen wieder. Ich werde hier sein. Der Pool der Dekadenz. Lasst hier so viele nackte Frauen anrücken, wie meine armen Augen aushalten können. Um Gottes Willen, Max, du magst doch überhaupt keine Mädchen. Ups, richtig, habe ich vergessen. So, da müssen wir jetzt nämlich die ganzen Sachen reinwerfen. Also das Erste, der Strudel. Ich denke, dass ich ein Totempfahlrätsel gelöst habe. Lass mich mal sehen. Sowas von.
ein handlicher Wirbel. Gut nachgedacht. Denken hat nichts damit zu tun. Gut, dann kommt als nächstes der Zahn. Hey Häuptling, ich glaube, ich habe eines dieser vertrackten Totenfallrätsel gelöst. Ein Original-Dinosaurier-Zahn. Ich dachte mir schon so etwas Ähnliches. Es war doch offensichtlich. Original? Ja, das verwundert auch tatsächlich ein wenig. Ich glaube, wir haben ein Geheimnis dieser Totempfähle gelüftet. Das haut mich um. Eine Kombination aus Mensch und Natur. Nicht schlecht. Ist es jetzt eine Suppe? Natürlich. So, und bevor ich jetzt den letzten Gegenstand da reinschmeiße, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die es bis hierhin geschafft haben, mitzuschauen. Denn sobald der nächste Gegenstand im Tümpel landet, ist es leider auch schon vorbei, das Spiel. Das nächste Bild hat ja mit schnellem Wachstum zu tun. Und was würde da besser passen als... Es ist ein Kopfkissen und... Wow, da ist überall Wunderhaarwuchswasser drauf. Wunderhaarwuchswasser. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lehnt euch zurück. Genießt den Abspann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Hey, Mr. Häuptling. Ich glaube, wir haben etwas gefunden, das einen der Totempfähle erklärt. Ja? Was ist es? Haarwuchsmittel. Sehr ergiebig. Wir klauen nun mal gerne Kopfkissen. Das sollte ausreichen, nicht wahr? Da passiert nichts, Sam. Und was jetzt, Häuptling? Ich weiß nicht. Ich bin mir sicher, dass ihr die richtigen Zutaten gesammelt habt, aber... Oh, natürlich, wie dumm von mir. Was? Damit der Zauber auch anständig funktioniert, brauchen wir ein lebendiges Yeti-Opfer. Es wäre wirklich traurig, einen dieser pelzigen Gefährten zu verlieren. Was denkst du? Halt, ich habe eine Idee und ich brauche dazu nichts Hochexplosives. Wartet hier! Während er weg ist, frage ich mich mal schlau, ob sich nicht einer der anderen Yetis für eine gute Sache hergeben möchte. Also das war mal eine verdammt beeindruckende Bilderfolge. Und im höchsten Maße zerstörerisch. Auf Wiedersehen, Sam und Max. Ich bin nicht sicher, wie ich euch jemals danken soll. Ich glaube, ich tue es einfach nicht. Wirst du mit Trixie zurück in den Wald gehen und ein idyllisches, naturverbundenes Leben führen? Teufel, nein. Wir gehen nach Las Vegas und heiraten. Wenn es nicht von diesem verrückten Baumblödsinn zerstört wurde. Wir wollen uns irgendwo niederlassen, wo wir uns unauffällig unter die Leute mischen können. Unser Leben leben, vielleicht eine kleine Familie gründen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, du beklopptes, primitives Biest, du.
Ihr Jungs könnt stolz auf das sein, was ihr heute hier für uns getan habt. Du meinst die vollständige Zerstörung der modernen Zivilisation in den westlichen Vereinigten Staaten? Da kannst du drauf wetten. Haben wir jetzt was gewonnen? Also, ach, warum nicht? Dieses Medaillon ist schon seit unzähligen Generationen im Besitz meiner Familie. Tragt es in guter Erinnerung. Danke, Häuptling. Max liebt billigen Tinef. Schokolade umhüllt mit einem Hauch von Alufolie. Ist was, Sam? Ich glaube, der Zauberer hat nichts mehr für mich in seinen Taschen. Nun, ich könnte dir meine Perücke für rituelle Anlässe mitgeben, die ich letzte Woche bei Snackis gekauft habe. Ich weiß die Geste zu schätzen, aber ich besitze schon einen Hut. Nun, das ist auch in Ordnung. Macht's gut, Sam und Max. Merkt euch, möge die Nacht auch dunkel sein. Der Morgen wird kommen und euch belästigen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde den alten Gauner vermissen. Ich werde vor allen Dingen seinen Geruch nach gammligen Hamsterinnereien vermissen. Er erinnerte mich an Opa. Hey, er hat vergessen zu bezahlen. Keine Sorge, kleiner Freund. Ich habe an alles gedacht. Ich hoffe, du bist glücklich. Wenn diese Idioten versuchen sollten, den Fall zu lösen, werden wir Bruno wahrscheinlich nie wiedersehen. Hey, beruhige dich, Burl. Hey, da sind sie wieder. Habt ihr Bruno gefunden? Na klar. Bruno! Wie können wir das je wieder gut machen? Der strahlende Glanz eurer Gesichter ist uns genug. Das und ein fetter Scheck. Wären 3000 Karten für Käsekästchenturniere in Ordnung? Massenhaft. Lass uns gehen, Max. Weißt du, Max, ich muss immerzu daran denken, dass wir uns am zerbrechlichen inneren Mechanismus des Raumschiffs Erde vergangen haben. Gott, Sam, wenn ein paar hundert Jahre Zivilisation ausgelöscht werden müssen, nur um ein paar stinkenden, menschenähnlichen Kreaturen ihren ekelerregenden Lebensstandard zu sichern, warum nicht? Du baust mich auf, kleiner Freund. Hatte Bruno schon immer 4 Arme? Ja, nochmal ein wunderbar interaktiver Abspann hier. Mal Tentakel abknallen. Ich weiß nicht, die Katze, die sagt mir auch irgendwas, aber ich weiß nicht, wo ich die einsortieren soll. Das erinnert mich mal volle Kanne an Charlie Brown hier. Ja, es war mir eine wunderbar riesige Freude. Lassen wir natürlich den Abspann durchlaufen, weil die Namen sind es wert, genannt zu werden. Alt als Max. Was ist das denn? Damit kann ich jetzt gerade nichts anfangen. Mit denen hier. Aber die Musik ist großartig. Das Pixel hier richtig cool, wie sie einfach mit einem etwas helleren Grau oder einem, ja, helleres Grau quasi, kann man glaube ich sagen, ist glaube ich gar nicht so verkehrt, die Tiefe erzeugen. Oh, ich glaube, das war's. Ah, nein, doch nicht. Was passiert, wenn ich auf den Namen schieße? Und gar nichts. Thank you.
Und George Lucas. Du kannst jetzt aufhören. Nein! Nein, wirklich? Was können wir da noch rauskitzeln? Es ist vorbei. Also, wir verabschieden uns jetzt. Ja. Das war's dann wohl. Ah, da bin ich wieder. Haha. Okay, wir haben gelogen. So, heißt es jetzt? Ich kann jetzt hier wahrscheinlich rumballern bis Ultimo. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, wer es tatsächlich noch bis hierhin ausgehalten hat. Vielen lieben Dank. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über den Daumen nach oben freuen. Oder wenn ihr Bock habt auf noch viele weitere Point-and-Click-Adventure mit mir, dann hinterlasst mir doch auch gerne ein Abo. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht die nächsten Videos. Ich sag nochmal tausend Dank, macht es gut, haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.